So, also unsere Philosophie ist immer, wir wollen niemals den Arzt ersetzen, sondern wir wollen ihm leistungsfähiges Werkzeug in die Hand geben, sodass er besser diagnostizieren und besser therapieren kann. Eng arbeiten wir mit Ärzten zusammen. Unsere Uniklinik ist in dem Fall die Uniklinik Heidelberg. Ja, die wird gerne auch mit Tübingen zusammenarbeiten. Aber Heidelberg machen wir nicht wegen Baden, sondern weil es einfach näher ist. Ja. So, und wir haben die Medizinroboter in Klassen unterteilt und meine Forschungsgruppe hat sich also mit allen Klassen beschäftigt und ich zeige Ihnen jetzt zu jeder Klasse Beispiele. Also einmal geht es um autonome Roboter. Hier führt der Roboter selbsttätig nach einem Programm eine Tätigkeit aus. Also hier geht es zum einen um und Handhaben von medizinischen Geräten, sehen wir gleich im Beispiel, oder dann auch Durchführen eines Knochenschnittes. Semi-autonome Roboter sind praktisch eine Untergruppe. Hier hält der Chirurg den Roboter, kann ihn führen. Wir haben eine spezielle Steuerung für den Roboter. Schließlich telemanipulierte Robotik. Hier, diese wird eingesetzt für minimalinvasive Chirurgie, also dass man nicht mehr komplett auftrennen muss, sondern dass man nur sogenannte Schlüssellöcher hat. Und ein Roboter hat jetzt eine Kamera und führt dann an den Chirurgen zurück das Bild und jetzt kann er mit den zwei anderen diese Tele steuern und gewisse Schritte durchführen, zum Beispiel schneiden oder nähen, aber immer unter totaler Kontrolle des Arztes. Also der Arzt führt die Roboter. Schließlich Endorobotik, also kleine Roboter im Inneren des Menschen. So, und das zeigt jetzt so einen ersten autonomen Roboter, der Patienten positioniert. In Heidelberg wurde eine neue Therapie für Krebsbehandlung entwickelt, Ionentherapie. Hier sieht man jetzt einen Roboter, ein Industrieroboter, der von der Firma KUKA entwickelt wurde, speziell jetzt für die Medizin adaptiert wurde. Er trägt den Patienten und positioniert ihn zum Beispiel in einen sogenannten C-Bogen. Und ein zweiter Roboter, der hier an der Decke hängt, der bewegt jetzt hier dieses Gerät um den Patienten herum, also durchleuchtet den Patienten. So kann man ein Schichtbild aufnehmen und ein komplettes Modell jetzt zum Beispiel einer anatomischen Struktur gewinnen, zum Beispiel hier des Kopfes. Man könnte hier dann den Tumor lokalisieren in dem Bild. Und schlussendlich haben wir dann hier hinten noch, das ist jetzt hier nicht zu sehen, praktisch den Strahl, den Ionenstrahl, und dieser Roboter wird jetzt den Patienten dann, wenn die Dosierung berechnet ist, diesen um den Strahl herumführen, sodass eine optimale Bestrahlung des Tumors möglich ist. Hier ist jetzt der erste, sieht man als Beispiel ein Roboter, der jetzt ein bildgebendes Gerät positioniert. Also wir haben einmal ja einen sogenannten C-Bogen, der Teil, der die Strahlung aussendet, und hier der Detektor, der die aufnimmt. Und jetzt kann der Patient sozusagen durchleuchtet werden. Und wir können jetzt während der Operation ein Bild aufnehmen. Also der Roboter steht im Eck sozusagen im Operationssaal und wird jetzt während der Operation über den Patienten gefahren. Automatisch nimmt das Bild auf, der Chirurg sieht die aktuelle Situation und kann dann weiter entscheiden. Also die Operation oder die Chirurgie wird dadurch verbessert. Wir haben intraoperative Bildaufnahme.
Hier gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter. Also was haben wir gemacht? Vielleicht noch hier. Wir haben hier kollisionsfreie Bahnplanung entwickelt. Firma Siemens setzt heute die Geräte ein. Hier ist der aktuelle Stand. Über 400 solcher Geräte stehen heute weltweit in Operationszentren. Das ist ein ganz neuer Trend, intraoperativ während der Operation eine schnelle Bildgebung zu haben. So, und jetzt hier geht es einen Schritt weiter. Hier wollen wir sagen, mit dem Roboter einen kleinen, winzigen, kann man sagen, Teilschritt einer Operation durchführen. Zum Beispiel einen Knochenschnitt machen oder einen Knochen herausschneiden. Voraussetzung ist hier immer, dass eine Bildgebung vorhanden ist. Das heißt, wir machen zuerst hier mit dem Computertomographen Schichtbilder, erzeugen dann ein Volumenmodell und können jetzt an dem Modell planen, zum Beispiel eine Trajektorie, die der Roboter ausschneiden soll. Und großer Vorteil von Knochen ist, er ist starr, er verändert sich nicht gegenüber Weichteilen und nur deswegen kann man da eine autonome Operation durchführen oder einen autonomen Teilschritt machen. Voraussetzung dann, wenn die Operation stattfindet, hier ist eine sogenannte Registrierung. Das heißt, wir müssen dann messen, wo liegt der Patient auf dem Operationstisch und berechnen dann die Transformation, also die Verschiebung und Verdrehung von dem aufgenommenen Modell zu dem Patienten. Das heißt, wir verschieben dieses Modell in den Patientenkopf hinein und dann kann exakt der Roboter am Patienten den Knochenschnitt durchführen. So, und jetzt bereits 2004 haben wir zusammen mit der Uniklinik Heidelberg eine erste Operation durchgeführt. Müsste jetzt eigentlich... Vorhin ist der Film gelaufen und läuft er jetzt nicht. Also, und an einer Patientin wurde also am Kopf ein Knochenstück herausgeschnitten. Allerdings muss man sagen, wir haben insgesamt 7 Operationen gemacht, war die Zeit noch zu lang und die Roboter, die Industrieroboter, waren einfach nicht optimal geeignet. Es war nicht wirtschaftlich genug. Ebenfalls wo sich die Roboter durchgesetzt haben, war beim Bohren eines Lochs in den Oberschenkel für den Hüftgelenksersatz. Da haben sich 2 Roboter klinisch durchgesetzt. Allerdings wurde ein Prozess durchgeführt nach etwa 1000 Operationen und es konnte dann festgestellt werden, der Roboter hat immer alles richtig gemacht. Und die Komplikationen bei der robotergestützten Bearbeitung waren deutlich geringer als wie bei der manuellen. Aber trotzdem hat da eigentlich robotergestütztes Knochenschneiden sozusagen einen Schlag erhalten oder ist ins Hintertreffen geraten. Wir tun uns schwer, das jetzt wieder einzuführen und zu rechtfertigen. Aber wir sind seit etwa 5 Jahren dabei, hier das Fräserbearbeiten ersetzen durch Laserablation. Und das sieht wirklich sehr gut aus. Man hat genau das gleiche Vorgehen, Bildaufnahme, Modellierung und dann nach der Bahn muss jetzt die Laserablation geplant werden. Wir haben hier ein Roboter, der einen Laser führt und dann genau hier in einem Phantom einen Knochen schneiden kann. Sie sehen hier jetzt ein Beispiel, das ist ein Teleskop, hier wird der Laserstrahl geführt und Sie sehen ein CO2-Laser, der jetzt hier an einem Schweinephantom ganz genaue Schnitte machen kann. Ebenfalls ist es möglich, mit der Kohärenztomographie, das sozusagen Ultraschalltomographie mit Licht,
in den Knochen während der Operation hineinzumessen. Und so ist es möglich, exakt die Restknochendicke zu messen. Und wir sind heute in der Lage, auf 20 Mikrometer genau zu messen, wie der Knochen durchgeschnitten ist. Das heißt, wir können dann zum Beispiel auch im Kopf sofort stoppen und sind sicher, dass wir die Dura nicht verletzen, dass wir das daruntergelegene Weichteilgewebe nicht verletzen. Das ist der heutige Stand und wir sind intensiv dabei, nach Firmen zu suchen, die jetzt mit uns hier einen industriellen Prototyp entwickeln, um das Gerät so zu vermarkten. Ich bin überzeugt, die Lasertechnologie bringt hier einen entscheidenden Fortschritt und wieder einen neuen Schritt beim Knochenschneiden voran. Und das, denke ich, wird sehr interessant werden. Und man kann zeigen, dass deutliche Vorteile für den Patienten bestehen. So, semi-autonomische Systeme, die nächste Gruppe. Hier geht es eigentlich genau gleich wie vorher. Man hat einen sogenannten Workflow erzeugt, der Patientenmodell, aber jetzt hält der Chirurg sozusagen einen kleinen Roboter, ein handgehaltener Roboter, mehr oder weniger der manuelle Fräser, der jetzt ergänzt wird durch zwei Räder, die angetrieben werden und die dann diesen kleinen Roboter, der hier erfasst wird von einem Messsystem, das ihn dann vollkommen automatisch, also über die Oberfläche führt, also über die anatomische Struktur. Der Chirurg muss ihn lediglich halten. Es ist aber sichergestellt, dass der Roboter nicht abweicht von der Bahn, zum Beispiel lediglich plus minus 2-3 Millimeter links und rechts. Und außerdem ist sichergestellt, dass zum Beispiel keine Nerven in der anatomischen Struktur verletzt werden. Damit ist eine hohe Sicherheit für den Chirurgen erreicht. Auch hier ist es so, dass wir hier eine Firma finden müssen, die mit uns zusammen dieses System weiterentwickelt und dann zum industriellen Prototyp macht. Wir sehen hier das noch, also praktisch die Arbeit jetzt einer Dissertation und der Roboter bewegt ja automatisch diese Schweinekadaver, muss jetzt noch gekühlt werden. Das werden reale Schnitte durchgeführt. Wir haben Ärzte, die das natürlich begleiten und bei jedem Projekt ist immer ein Arzt dabei und die sind wirklich begeistert und sagen, das, sowas würde ich gern haben wollen. Jetzt müssen wir nur noch die Firma finden, die es mit uns dann auch macht. Das ist manchmal nicht so einfach. Ja? So, telemanipulierte Robotik, ich denke mal, das ist wohl die bekannteste Robotik. So, hier geht es darum, minimalinvasive Chirurgie durchzuführen. Es gibt da diesen Da Vinci-Roboter, kommt aus Amerika. Damit werden heute die meisten Prostata-Operationen beim Mann durchgeführt. Fast in jedem Kreiskrankenhaus steht so ein Roboter. Und wie ist der Stand heute? Sie sehen hier diesen Roboter. Der hat 3 oder 4 Arme. Es ist so, ein Assistent bewegt hier einen Arm. Dieser Arm, der hat die Kamera. Und die Kamera wird jetzt rückgekoppelt an den Chirurgen. Der Chirurg sitzt in der Konsole, der sitzt entfernt. Das ist eben der Vorteil dieses Systems. Der könnte auch in Amerika sitzen, wurde ja schon gemacht als Beispiel. Und hier wäre die Operation. Das heißt, der sieht das Bild, der sieht dann die Werkzeuge der zwei anderen und hat hier 2 Joystick, mit denen er jetzt diese Arme verstellen kann. Da kann er nähen, da kann er schneiden. Und so führt er die Operation durch. Was ist der Vorteil? Neben der minimalinvasiven
Chirurgie, also dass man nur noch Löcher hat und keinen großen Schnitte am Körper, ist der große Vorteil, der Chirurg ist hier in einer komfortablen Position. Vorher, wenn er den manuell arbeitet, steht er über dem Patienten in einer sehr unergonomischen Position, belastend mehrere Stunden, und hier sitzt er bequem auf einem Stuhl und hat den Situs zurückgekoppelt. Außerdem wird der Zittern oder so des Chirurgen weggefiltert. Wir haben ein besseres Resultat. Wir haben in unserer Forschungsgruppe für diesen Roboter ein automatisches Port- und Positionierungsplanungssystem entwickelt. Das heißt, wir haben vorhin schon gehört, über 20 Freiheitsgrade. Und das 20 Freiheitsgrade kann sich ja kein Mensch vorstellen. 20 Drehachsen. Wie stelle ich die ein zum Beispiel, damit der Roboter vom Anfang bis zum Ende der Operation ohne Kollision durchkommt, mit allen seinen, in dem Beispiel, drei Armen. Ebenfalls, wo bringe ich optimal die Ports an? Wie finde ich die abhängig von der Größe, Dicke und so weiter des Patienten? Und da haben wir ein automatisches System entwickelt, wo wir dann die idealen Portpositionen, also Eingriffstellen, ermitteln und dann dem Arzt vorgeben, zum Beispiel mit Projektoren auf den Patienten direkt abbilden. So, und jetzt weiteres Beispiel Richtung Teleoperation bzw. minimalinvasive Chirurgie. Hier auch ein Ansatz, kognitive Medizinrobotik habe ich drüber geschrieben. Ein riesiger Trend in der Medizinrobotik, vielleicht nicht nur in der Medizinrobotik. Hier kommt jetzt die Verbindung zu den Vorrednern. Hier geht es dann tatsächlich um künstliche Intelligenz. Also das ist meine tiefe Überzeugung. In der ganzen Welt, kann man sagen, werden die Systeme intelligenter. Und wir haben viel mehr Sensoren heute, und dies eröffnet neue, riesige Chancen für die künstliche Intelligenz. Und generell sind die Systeme dann so aufgebaut, es gilt jetzt nicht nur für die Medizinroboter, wir haben die Perzeption, das heißt, wir haben Sensoren, die den aktuellen Zustand erfassen, eine Operation, die Phasen und so weiter. Wir haben hier, und das ist jetzt das Neue, hier kommt die künstliche Intelligenz ins Spiel, wir haben eine Wissensbasis, das heißt, wir haben Ontologien. In unserem Fall, wir haben hier ein großes Projekt mit der Uni Heidelberg zusammen, und wo wir Ontologie entwickeln für die Chirurgie. Die hat natürlich Ontologien für jeden Teil der Chirurgie, und hier ist in der Logik beschrieben, wie sind die Zusammenhänge, was ist Tatsache, was sind die Fakten der Chirurgie? Also Faktenwissen ist hier drin. Ebenfalls sind hier viele getane Operationen abgespeichert und sind annotiert, sind die gut oder sind sie schlecht. Und jetzt wird der aktuelle Zustand erfasst und er wird beschrieben in der gleichen Logik wie hier die Ontologie. Und jetzt haben wir hier ein Interpretationssystem. Das könnte auch im einfachsten Fall jetzt ein sogenannter Riesener sein. Also das heißt ein Schlussfolgerer, der geht jetzt über den Zustand, also der beschrieben ist, und über das Wissen hier und schließt dann automatisch auf den nächsten Schritt. Also berechnet sozusagen vollkommen automatisch die Ausführung. Und da hätten wir dann kein Programm mehr, sondern das ist wirklich dann vollkommen autonom und intelligent eigentlich. Kognitives System. In die Richtung wird es gehen. Wir sind hier ganz am Anfang. Wir arbeiten immer schrittweise und wollen auch richtige Exemplare haben, die man einsetzen kann. Das sehen Sie, wir haben als erstes jetzt den autonomen Kamera.
Assistenten entwickeln. Also wir haben die Wissensbasis gefüllt und steuern jetzt diesen Roboter, der die Kamera führt, vollkommen autonom. Das heißt, wir haben den Kameraassistenten ersetzt. Das ist auch eine ökonomische, sinnvolle Sache. Ja, also damit wird es auch wirtschaftlich. Und durch Lernen kann man jetzt das System so einstellen, dass es genau die Präferenzen des Chirurgen berücksichtigt. Da haben wir also Preise bekommen dafür. Und dieses System wird zurzeit in Heidelberg ausprobiert. Also an Patienten ausprobiert. Zum Schluss Endorobotik. Also im Inneren des Menschen sind diese Roboter. Hier kommt vielleicht die Verbindung zu meinem Nachredner. Also da haben wir zwei Fälle. Einmal so Kontinuumsroboter, das sind so schlangenähnliche Roboter, die man dann in natürliche Körperöffnungen einführen kann, also After in Mund. Das ist auch Dissertation, ich muss sagen, da ist der Riesenaufwand, wenn das dann 10 Achsen sind, 10 Freiheitsgrade, dann sind da viele Drähte da, die man steuern muss. Unten sind 10 Motoren und ein Rechner, das sieht man jetzt hier nicht. Also ein großes Problem, das sehen Sie, das ist jetzt wirkliche Forschung noch, also noch nicht mal an einem Prototyp probt oder an einem Phantom. Ein großes Problem ist die Miniaturisierung. Und hier erhoffen wir uns von Mikrotechnik, Nanotechnik, Fortschritte. Aber hier wird es noch dauern. Also da denke ich mal, das wird noch einige Jahre gehen, bis man hier realistische Prototypen hat. Wo es wirklich jetzt schon erste industrienahe Prototypen gibt, ist bei der Kapselendoskopie. Die gibt es ja heute schon, die kann man schlucken. Geht dann die Kapsel hat Kameras, sie geht dann durch den Magen, sendet dann die Bilder heraus. In dem Fall hat mein Doktorand der Steuerung entwickelt mit einem Magneten. Also um den Patienten ist ein Magnetfeld und das Magnetfeld kann ich jetzt einstellen über Joysticks. Jetzt kann ich die Kapsel exakt in den Magen führen. Kann sie führen, kann sie an eine Stelle positionieren und sagen, gib mir das Bild raus und dann sieht er schon exakt das Bild. Er kann die Position abspeichern, kann dann wieder hinfahren und so eben exakt zum Beispiel einen Tumor lokalisieren. Und jetzt liegt es natürlich auf der Hand, was ist der nächste Schritt? Ganz klar, was wir hier wollen, auch schon in Anträgen formuliert haben, wir wollen hier einen kleinen Roboter einbauen in die Kapsel. Und wenn der dann erkennt, wenn wir meinen, hier ist ein Tumor, dann fährt er raus mit seiner holt eine Biopsie und ich kann ihn mit einem Schritt sofort diagnostizieren und dann weiter untersuchen. Und sicherlich kann man sich jetzt auch vorstellen, Drug-Delivery, dass man gezielt Medikamente an eine Stelle bringt. In die Richtung wird es gehen. Das war es eigentlich so im Wesentlichen, was ich sagen will, wenn ich zusammenfassen darf. Also bei der Knochenchirurgie haben wir eigentlich einen Rückschlag erlitten gegenüber den 10 Jahren zuvor. Aber hier sehe ich durch die Lasertechnologie neue Möglichkeiten und da bin ich überzeugt, das kann nur eine Maschine machen, weil man muss den Fokuspunkt des Lasers immer konstant halten, das kann kein Mensch. Also man kann nur mit einer Maschine, mit einem Roboter, mit Lasern was herausschreiten. Ich glaube, da wird es weiter vorangehen. Bei der minimalinvasiven Chirurgie, bei der Telerobotik, da geht es also mit Macht voran. Und da werden demnächst Konkurrenzsysteme zu dem Da Vinci auf den Markt kommen. In der Forschung geht es dahin, dass man abschnittsweise höhere Automatisierung einführt. Also dass man kleine Schritte automatisiert. Heute macht der Chirurg alles. Das heißt, der sieht und steuert es dann exakt. Also der Chirurg ist komplett im Kreislauf. Das zum einen und generell geht es dahin, wie
überall in der Technik, das gilt auch für die Produktion, zu mehr Intelligenz. Ich sehe eine neue Chance für die künstliche Intelligenz. Wir haben es ja schon mal probiert in den 80er Jahren, sind wir übel auf die Nase gefallen mit Expertensystemen zum Beispiel. Hier sehe ich jetzt eine neue Chance, also dass man wirklich, weil die Sensoren wesentlich besser sind und man hat bessere Logiken, indem man es beschreiben kann, besser in der Riesener, also neue Chance für künstliche Intelligenz. Also künstliche Intelligenz lernen ist sicher ein großes Thema in der Zukunft in der Forschung. Vielen Dank.